So, was haben wir denn eingegeben? Ein neuer Start. Okay. So. Dann let's go. Und mal sehen, was uns in The Search 2 so erwartet. Wir wollen hier nichts online machen. Wir wollen hier nicht online gehen. Wir wollen hier ganz normal spielen, ohne online. So, Vollbild ist aus. Audio, Untertitel haben wir. Ob Untertitel im Spiel eingeblendet werden soll? Nein. Ich hasse Untertitel. So, und wir fangen ein neues Spiel an. Und wir belegen Spielstand Nummer 1. Let's go. Was wäre, wenn Maschinen rein wären? Ein grundlegendes universelles Konzept, ohne Werte oder Ziel. Aber weil sie von Menschen gebaut wurden und damit all deren zahllose Fehler erben mussten, wie könnten Maschinen je besser sein als wir? Müssten sie nicht unweigerlich dem Pfad ihrer Schöpfer folgen und letzten Endes scheitern? Was ist das denn? Das kommt genau auf uns zu. Ausweichmanöver! Ausweichmanöver, sofort! Bereit machen für Kollision. Was? Wir müssen unseren eigenen Charakter erstellen? Holy shit. Das Niederschlagen einen Kriegsveteran. Officer der Such- und Rettungsdienste. Ist das von Belang, ob man jetzt Frau oder Mann spielt oder so? Ich weiß nicht, männliche Outfits sehen meistens geiler aus als weibliche, ne? Und würde ja alle aussehen wie Crack-Junkies, aber sonst... Sie sieht auch, als hätte ich schon ein paar Tage durchgemacht, Alter. Ist also so ähnlich wie ich. komm, wir nehmen mal einen Vibe. Ich hab Bock, mit Viper zu spielen. So. Sieht geil aus. Jetzt wollen wir die Haare und so ändern. Wie mache ich das? So. Wie komme ich da jetzt rüber? Kann ich das nur mit... Das muss ja auch mit Tastatur gehen hier, mit Joypad. Ah. Ah, so schaltet man da durch. Okay, allgemein, das haben wir. Haare. Oh Gott. Oh mein Gott. Nee, da sah sie ja noch am normalsten aus. Schwarze Haare, Haut, Alter. Oh, Gottes Willen. Holy shit. Okay. Nee. Young and beautiful. Ja, so Standard. Gesichtsform. Oh, aufgeplusterte kleine Backen. So ist okay. Sieht menschlich aus. Fülle. Also wie dick sie ist. Na, nehmen wir mal Mittel. Augen. Augenbrauen. Tschüss. Alter, ist ja ein richtiger Urwald hier.
Das ist okay, oder? Abgefahren. Das sind die Augenbrauen von meinem Kollegen. Das wollen wir ja nicht. Ja, Nase. Ja. Mund, ganz wichtig. Tina Turner Lippen hier, oder wie die heißt. Ich finde, die sind normal. Ohren. Sieht man eh nicht. Und Outfit. Das sieht alles kacke aus. Aber egal. Lassen wir sie so und bestätigen. 2 Monate später. Medizinischer Report TS1. Die Wahnvorstellungen unserer Spezialpatientin halten seit Wochen an. Wieder und wieder scheint sie die gleichen traumatischen Erinnerungen an Flug 221, ein Mädchen und irgendeine Art Anomalie zu bekommen. Pass auf! Aber das ist unmöglich. Der Flug hatte nur einen Überlebenden. Okay. Okay. Medizin. Okay, wir wachen. Wir haben den Flugzeugabsturz erlebt. Und wachen jetzt auf. Und wir sollen jetzt hier raus. Flüchtiger Sträfling außerhalb von Lazarett entdeckt. Okay, das ist immer noch wie immer. Angriff blocken. Ziel anvisieren. Angriff horizontal, Angriff vertikal. Okay, okay. Nicht, dass wir hier hinten was vergessen, ne? Ich komme hier aus so einem riesen Loch hier raus. Das war groß. Hier ist sogar ein Gefängnis. Aber wartet mal. Wir konnten doch da hinten diese Tür aufmachen. Warum? Hier ist wieder so ein Lock, ne? Wiedergabe. Medizinischer Bericht Nummer TS2. Die Patientin, die Sie mir vor ein paar Wochen gebracht haben, ist immer noch im Koma. Kann nicht sagen, ob sie infiziert ist. Hört mal, ich bin nur ein Level 1 Doktor in einer Polizeiverwahrung. Aber ich würde keinen Transport empfehlen. Noch nicht. Okay, wir wurden also festgenommen. Die da unten prügeln sich. Aber warum kann ich noch nicht ausweichen? Lerne ich das noch? Weil ich will ja nicht nur blocken. Okay, das kostet mich Ausdauer. Holy shit, Leute. Warte mal, ich muss mal ein bisschen leiser machen.
Da! Ey, du Arsch, hör auf, einen Stein auf mich zu schmeißen. Bist du bescheuert? Ja, die haben noch keine Outfits oder sowas. Also bringt das hier auch noch nichts irgendwie. Arme. Ziel anvisieren an aus. Anvisiertes Ziel wechseln. Frisch Fleisch. Ja. Das Frischleisch gibt dir, du Knecht. Ich kann doch nicht ausweichen. Ich kann noch nicht ausweichen. Ich habe noch nicht diesen Ausweich-Charge. Hier kann man sich heilen. So, Gesundheit wurde wieder hergestellt. Hier können wir das Ziel wechseln. Ich habe aber noch nichts irgendwie gefunden, was uns Leben gibt. Lass uns mal einmal kurz hier reingucken, weil da ist wieder so ein Audio-Log. Tür verklemmt, du bist zu schwach. Wow. Ja, dann gehen wir mal hoch hier. Du, bitte, du musst mich hier rauslassen. Ich bin kein Verbrecher. Ja, ich versuch's, aber ich bin offensichtlich zu schwach. Okay, ihn können wir noch nicht rauslassen, aber ich versuch's. Du kannst die Tür mit einem Exo-Rig aufstellen. Wir haben aber keinen Exo-Rig. Kann mich irgendjemand hören? Hier spricht Garcia. Das Wesen ist in den Hochsicherheitstrakt eingedrungen. Dutzende Gefangene sind aus ihren Zellen entkommen. Sicherheitsverstoß, nicht identifiziertes Objekt. Sorgen Sie unter allen Umständen für Recht und Ordnung. Versagen ist keine Option. Du kannst mit mir anlegen? Ich mach dich so platt wie die Bullen. Bitch! Also ich kann noch nicht jumpen. Keine Ahnung, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, aber ich würde gerne seinen Exo-Rig haben. Keycard eines Officers gefunden. Problem ist, wir brauchen sein Exo-Rig oder so ein Shit. Aha. Was ist das hier? Audio-Log? Sie können jetzt Ihr persönliches Mark 12 MG Exo-Rig entgegennehmen. Chirurgische Eingriffe sind nicht länger nötig. Das neue MG ist schneller, leistungsstärker und eleganter denn je. Sobald Sie es angelegt haben, verschmilzt es liebkosend mit Ihrem Körper. Die Metamorphose ist so nahtlos, dass Sie gar nicht mehr wissen werden, welche Funktionen noch von Ihrem Körper übernommen werden. Und es wird Ihnen auch egal sein. Überlassen Sie dem MG die Kontrolle über Ihr Nervensystem und holen Sie sich die Kontrolle über Ihr Leben zurück. Es wird Zeit für Klarheit, für Bewegung, für Kraft. Ja, komm, lass uns liebkosen. Willkommen, Officer Johnson. Na, dann holen wir mal unser Exo-Rig. Installation des Exo-Rigs wird vorgenommen. Oh, wow. Die Energiekerne-Module. Mit Tech-Scrap kannst du die Kernleistung deines Rigs verbessern und dir Modulpunkte holen, die du auf die folgenden Werte verteilen kannst. Mit mehr Gesundheit kannst du mehr Treffer einstecken. Mit mehr Ausdauer kannst du Aktionen ausführen, bevor du dich regenerieren musst. Mit jeder Akku kannst du entweder deinen Gegner Gliedmaßen abtrennen oder Injektionsimplantate verwenden. Mit einer höheren Akkueffizienz werden Interaktionen stärker. Zum Beispiel wird pro Injektion mehr Gesundheit wiederhergestellt. Du kannst per Dingstaste direkt Ausrüstungsmenü wechseln. Okay.
Modulpunkte available. Zero. That's fucking nice. Jesus Christ. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe keine Modulpunkte. So. Wie kriege ich Modulpunkte? Ah. Ah, mit dem Scrap kriege ich halt, okay, diese Punkte. Dann machen wir einmal... Modulpunkte available. Ach so, mache ich das. Alter. Ah, dann machen wir zweimal Ausdauer. Oder Akkueffizienz und Ausdauer. Nein, fuck, wir machen erstmal nur Ausdauer. Ausdauer ist geil. Okay. So. Nicht genügend Tech Scrap. Wir brauchen 397 fürs Aufleveln. Wir haben 11 oben. Gut. Ah ne, 152. Speichern. Das, achso, das können wir speichern. Okay. Modulpunkte. So. Aha, aha. Implantate sind einzigartige Gegenstände, die dir deine Vielzahl an Boni und Kräften bescheren. Jedes Implantat belegt einen Implantatslot und kann nur ausgerüstet werden, wenn genug Kernleistung vorhanden ist. Injektionsimplantate können mit von besiegten Feinden erbeuteten Materialien aufgewertet werden. Typischerweise durch das Abschlagen von Helmen. Ja, okay, das kennen wir ja schon. Implantate, ja, das kenne ich ja schon. Also wir haben jetzt verbraucht Kernleistung, zeigt Gesundheits- und Stabilitätsbalken der anvisierten Feinde an. Implantate mit Hilfe eines Akku Gesundheit wiederherstellen. Der Dr. Gehen, okay, verbraucht Kernleistung 0, maximal gespeicherte Ladung 2. Okay, und hier können wir ja dann noch die Slots freischalten. Da sieht man ja mit dem Level 20, 30, Kernlevel 70, 60, 80, 40, 50 und so. Gut, das kennen wir ja alles noch. Das kennen wir ja alles noch. Entkomme aus dem Gefängnis und rette Benjamin, wenn wir das wollen. Ja? Und wir haben diese Gammelwaffen hier. Ja? Aber wir haben jetzt dieses Ding. Installation des Exorix abgeschlossen. Sick. Sick. Jetzt können wir auch ausweichen. Noch, Officer. Er hat eine Waffe. Ey, Arschloch. Und ab den Arm. Schlitz. So, und jetzt können wir nämlich diese Waffe aufheben. Improvisierte Rippenstecher. Und den können wir nämlich gleich ausrüsten. Weil der geiler ist. Ist zwar auch langsamer, aber geiler. Ah, okay, der sticht so nach vorne. Ah, das ist cool, Leute. Oh, wartet mal. Ah, doch. Jetzt sind da diese Knödel die ganze Zeit, ne? What? Digga! Okay, den nehmen wir mit. Ja klar, habe ich einen extra genommen, um dich rauszuholen. Hallo? Ich würde mich gerne erkenntlich zeigen, aber wie du dir vielleicht denken kannst, habe ich nichts von Wert dabei. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Yes. Burke bezahlt immer seine Schulden. Okay, wo willst du denn jetzt hin? Ich habe gehört, in der Stadt gibt's ein Evakuierungslager. Gateway Bravo oder so. Okay. Da werde ich mein Glück versuchen. Wollte schon immer bei einem Rettungsteam arbeiten. Vielleicht sieht man sich ja noch. Wie bist du denn in der Zelle gelandet? Du hast das von Trio schon gehört, oder? Also, ich war dabei. Diese Typen von der Regierung sind angetanzt. Ich dachte, ich wäre endlich in Sicherheit. Doch die wollten mich nicht gehen lassen. Auch nachdem ich ihnen gesagt hatte, was passiert war. Was ist denn in Trio passiert? Etwas wie ein
Energiestoß ist durch das ganze System gegangen und hat sämtliche Schaltkreise durchgeschmort, bis am Ende schließlich die gesamte Fabrik in Trümmern lag. Ich habe mein ganzes Team da verloren. Selbst Smithy. Aber diesmal werde ich die Leute retten, ich schwör's. Okay. Dann geht's dir sonst gut? Nein, verdammt. Schon seit Wochen geht's mir nicht mehr gut. Die Leute bringen sich hier für jeden Schrott um die Ecke. Das ist reine Anarchie. Ich kann nur hoffen, dass wir hier in einem Stück rauskommen. Und selbst wenn wir es schaffen, ich habe keine Ahnung, was da draußen auf uns wartet. Okay, dann bis dann. Komm zum Evakuierungslager. Ich werde dort sein. So, Gegenstand anhalten. Benjamins Keycard. Okay. Log-Update. Triff dich mit Benjamin im Evakuierungsraum. Hallo? So, das ist nur so ein normaler, ne? Stich immer in die Birne rein. Weil wir wollen noch mal hier rein. Ich will nämlich dieses Lock da hinten noch haben. Bevor wir oben weitergehen. Erste Hilfestation brauchen wir im Moment nicht. Hey, ich bin's. Ja. Hab die Nummer gesehen. Hab gehört, die haben dir den Job angeboten. Ja, sorry. Ich wollte dir im richtigen Moment sagen. Im richtigen Moment? Schau mal raus, Garcia. Diesen richtigen Moment, den wird's nie geben. Nie mehr. Das ändert nichts zwischen... Ich weiß, darum geht's hier nicht, okay? Pass einfach auf dich auf, okay? Diese Sache ist gefährlich. Tut mir leid. Mir auch. Wir sprechen uns, okay? Wie rennt man hier? Ah, hier haben wir auch noch was gefunden. Beute. Kleiner Schrotthaufen Metall. Ah, okay. Den Kram gibt's auch noch. Da drüben ist auch noch so ein Roboter, ne? Aber hier können wir nicht weiter. Aber ist da drüben noch was? Warum ist da denn sonst... Klar, sonst wäre doch hier nicht der Roboter. Ach so, jetzt habe ich die Abkürzung aufgemacht. Boah, den hau ich den Kopf ab. Alter, geil. Da ist die Birne von ihm. Okay, jetzt sind wir hier rumgegangen. Alles klar. Alles klar. Mit dem Exo-Rig können wir ja ziemlich weit springen, deswegen passt das schon. Wofür ist der Schalter hier? Jetzt geht diese Tür auf. Hinten kommen wir nicht mehr weiter, ne? Doch hier können wir auch noch weiter, aber ich will einmal kurz... Oh, habt ihr es gesehen? Zellenblock B, warum ist der jetzt offen? Mal schauen, was da drin ist. Nichts, das ist nur die Abkürzung zu dem Ding, wo wir schon mal waren, okay. Ah, da laufen wir schnell. Ja, okay. Hier ist noch ein Schrank. Leeres EMV-Lab-Gehäuse. Waffe. Ah, genau sowas habe ich gesucht. Ja, Mann. Das sind die Waffen von damals, die ich immer gespielt habe. Das sind meine Lieblingswaffen. Diese Einhänder-Dinger. Da habe ich auch weiter Bock zu spielen mit. So, dann geht's weiter. Direktionale zeigt die Richtung an, in denen du feindliche Angriffe blocken kannst. Kann ich den Shit auch schon reinmachen? Zu diesem Bildschirm
aus kannst du Waffen und Ausrüstung anlegen. Waffen können mit X als Favoriten markiert werden, sodass sie, dass du sie im Spiel schnell durchschalten kannst. Ah, okay. Das nehmen wir einfach mal mit rein. So, dann können wir die ja durchschalten in-game, ne? Hier haben wir noch die Nebenaufgabe für den Evakuierungslager. Gateway Bravo, um dich mit Benjamin Birkin auszutauschen. Und Inventar Scrap Metal, das können wir dann anmachen. Das sind aber die Sachen, die wir zum Beispiel nicht verlieren. Na, passt schon. Da ist die Rübe ab. Klappedi, klappedi, klapp. Androiden-Gliedmaßen. Genau, dann können wir nämlich diesen Wolfram aufheben. Damit können wir die Waffen nämlich auch verbessern, die die hier droppen. Wir brauchen ja das Wolfram, deswegen müssen wir denen die Arme abhauen. Zack. Dann lässt er jetzt wieder Wolfram fallen, wegen der Waffe. Weil die Waffe haben wir schon, aber wir kriegen das Wolfram. Trenne Waffen ab, um die bereits besitzten Materialien für die Herstellung neuer Waffen zu bekommen. Genau, sowas. Erhalte einen kleinen Schrotthaufen aus Metall. Das ist auch ganz gut. Das sind diese Alien-Viecher. Okay, hier soll eine Abkürzung sein. Achtung an alle Gefangenen. Ah, okay. Das war das hier, genau. Weil wir konnten ja geradeaus nicht weiter, weil da der Zaun zu war. Aber wir konnten ja hier längs. Aber ich wollte noch mal hier schauen. Oh Gott, was ist das denn? Das kommt genau auf uns zu. Ausweichmanöver! Ausweichmanöver, sofort! Ah! So, wir müssen da rein. Hier gibt es sonst nichts mehr. Dann machen wir hier mal auf. Beute, wieder Scrap. Hier können wir nicht längst. Da können wir auch nicht rein. Da können wir auch nicht längst. Da hinten hat er die Tür aufgemacht, aber da oben waren wir ja schon, ne? Wir können aber trotzdem mal gucken, ob wir hier noch irgendwas brauchen. Ich glaube, wir können ja auch noch weitergehen. Oder nicht? So, hier ist zu. Können wir hier nicht weiter? Nee, hier können wir nicht weiter. Wir müssen hier längs.
Hä? Hier können wir auch nicht längs, oder was? Nee.